Glück auf! RTL ist jetzt drauf. Wir müssen hinten ins Bild bei RTL. Das ist jetzt das Ziel. Rein bei RTL. Rudi, 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 ich fand diese Trauerfeier richtig gut. Das war eine würdevolle Trauerfeier, wie man sie selten erlebt. Da war was Nachdenkliches drin, da waren manche Stellen waren auch lustig. Rudi wird aber von oben miterleben, wie unser Verein, der FC Schalke, deutscher Meister wird. Und die Trauerfeier hier zu sehen im Stadion, das war einfach Wahnsinn. Ja, Prost Leute auf Rudi. Rudi Assauer gibt posthum Pilz und Bratwurst aus. Wir haben gerade Rudi Assauer betrauert in der Arena, wo die Trauerfeier live übertragen wurde. Also Assauer, ich hab den ja geliebt, ne? Der war ja ein Typ, der war ja echt so ein richtiger Kerl. Das war halt eine geile Socke. Ehrlich, direkt, hat immer freie Schnauze gequasselt. Ich glaube, alle Schalkerinnen haben den geliebt. Ist schade, dass der tot ist, ja. Das stimmt wohl. Schade, dass er so lange krank war. Das ist ja auch falsch. Er ist noch viel schlimmer. Leute, Ingo Anderbrügge und Marc Wilmot sind da. Herr Anderbrügge? Ja. Herr Breukmann? Herr Dönnis? Herr Bruchang? Ja. Irgendwas Besonderes, oder? Dirk Oberschulte, pass auf, du musst hier reinsprechen, weil ich habe nur ein Mikrofon. Herr Anderbrügge? Ja. Können wir einen kurzen O-Ton machen? Eine Minute? Nein, wir haben okay. Okay, danke. Ja, läuft halt nicht mehr. Wir sind nicht akkreditiert, wir sind hier quasi auf Pöbelstufe unterwegs. Wir sind ja auf Pöbel-, Bratwurst- und Bierstufe. Die ganze Prominenz hat sich in eine VIP-Area gezogen. Haben wir keine Akkreditierung. Muss man sich natürlich vorher drum kümmern, habe ich nicht gemacht. Wir hatten keine Akkreditierung, wir sind... Schöne Rede! Ja, los, schön. Ja? Also Rudi hat eine kreuzloyale Basis gehabt bei jedem, wo er war. In Bremen, in Dortmund und auch auf Schalke. Rudi Assauer, ein Mann, der nicht nur von 60.000 Schalkern am Todestag mit einer Schweigeminute bedacht wird, sondern auch von 80.000 Dortmundern. Der hat ja jetzt auch mehrere Vereine alle zusammengebracht und sowas muss erst wieder neu geboren werden. Solche Persönlichkeiten gibt es heute wenige. Fällt euch jemand ein in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport, der mit Rudi Assauer irgendwie in einer Liga spielt? Gut, Uli Hoeneß könnte man sagen. Nee, ich glaube nicht. Aber das ist auch eine andere Art von Typ. Nee, so. Hoeneß, ich finde den zu korrupt eigentlich. Ne? Der ist nicht so gerade. Mhm. Der ist nicht so sauber wie Rudi. Ich weiß nicht, was der so in der Hinterhand hatte, der Rudi, aber... Und Anekdoten gibt es sehr viele. Von Rudi Assauer gibt es wirklich sehr viele. Seit 25 Jahren hier. Und ich komme aus Herten, so wie der Rudi auch. Das war ja einer, auf den man sich wirklich verlassen konnte. Also erstmal hat er sein Bier und die Wurst nicht in der Hand gehalten, gemeint. Also auf einem Schlag, so wie so du. Meinst du? Das hat er nicht, ja. Hat er nie gemacht. Das war manchmal aber auch ein unerträglicher Proll. Ich war beim HSV oder in Frankfurt und ich hatte mit ihm auch kontroverse Gespräche. Ja, Rudi konnte auch ganz rau sein. Und Rudi Assauer war immer eine Medienfigur. Also ich sag mal, die Zeitung haben gut gelebt von ihm, aber er hat auch ganz gut von den Medien gelebt. Er konnte auch mit den Medien spielen. Das hat er bis zur Perfektion gemacht. Ich saß mal zusammen mit ihm beim Doppelpass in München. Da hat er mich auf offener Szene als scheiß Zecke beschimpft. Und der wusste ganz genau, dass ich Schalker bin. Rudi Assauer! Wir sagen ja immer, wenn wir das Stadion hier sehen, wenn Rudi Assauer nicht mehr, wären wir alle nicht hier. Ohne den würden wir heute immer noch im Nassen stehen. Das hinter mir ist quasi das gebaute Vermächtnis aus Stein und Stahl, was Rudi Assauer hinterlässt, die Arena auf Schalke. Wir sind sehr dankbar, dass wir ihn hatten. Wie, wo wäre Schalke heute, könnte man das so sagen, wenn man den Schritt nicht früher als viele andere gegangen wäre, dieses Stadion hier hinzustellen? Ich weiß nicht, ob es Schalke in der Form noch geben würde. Vielleicht wären wir in einer anderen Liga. Ich kann es nicht sagen, es ist hypothetisch. Er war der Motor zu seiner Zeit und hat eine unheimlich gute Zeit gehabt auf Schalke. Super, vielen Dank. Danke sehr. Ciao. Also das hat Clemens Tönnies ja auch eindrucksvoll nochmal dargestellt. Dieses Stadion ist aus seiner Hartnäckigkeit zu verdanken, seinem Willen zu verdanken, auch seiner Erkenntnis, dass wenn Schalke wettbewerbsfähig sein will, muss ein neues Stadion her. Mit dem Parkstadion schafft man es nicht. Und das hat er alles umgesetzt. Das war's schon. Super, danke, alles vielen Gute. Dank. Ciao. Ja, so läuft es manchmal. So läuft es manchmal.
Immer dranbleiben. Willst du bitte dein Bier noch mitnehmen? Ja, mein Bier, ja, warte mal, das können wir mal kurz erzählen. Mein Bier habe ich weggestellt, weil ich dachte, wenn ich jetzt Herbert Bruchhagen auch noch mit einem Bier in der Hand anspreche, das ist wirklich zu unseriös. Jetzt wieder mit Bier. Was wolltest du wissen? Ich wollte wissen, was dein Rudi Assauer-Moment war. 2004 ein Freundschaftsspiel gehabt bei DJK Herten. Da war ich dann, kleines Kind noch, rumgelaufen, da kam er mir entgegen. Mit ihm ein bisschen gequatscht, weißt du? Der war schon korrekt. Da kommt der DFB-Pokal auf der Aufgebogen. Nee, und den, ja, und natürlich 2001 oder was, ne? Siegeszug da, ne, durch die Stadt. Hat er den ja oben auf dem Wagen, hat er den ja, der war ja auch ein bisschen angeschlagen, ne? Hat er den fallen gelassen. Da war ja auch so leicht eine Beule drin im DFB-Pokal. Leicht ist gut, das Ding war im Arsch. Das Ding war im Arsch. 2001, 19. Mai auf dem Balkon. Wir können zu Recht ein stolzer Zweitplatzierter sein. Ja, ja. Hat er ja auch recht gehabt, oder? Ey, aber ich war im Stadion, ne? Ist Mitglied. Und dann war die Videowand an und dann habe ich ja gedacht, die zeigen nochmal das 1 von Hamburg. Und auf einmal zeigen die das 1-1 da von den scheiß Bazis. Ich war auch da, aber nur auf der Tribüne. Ne? Hast du schon auf der Welt? 11. Weißt du, okay. 11. Ey, danke fürs Gespräch. Glück auf. Glück auf. Warst du auf dem Rasen? Ja, war ich. Ja? Einer von den Ersten. Ne? Ich habe auch eine Schalker Decke bekommen. Ne? Aber den Tag werde ich nie vergessen. Und jetzt bin ich 1,14. Ne? Ich hoffe ja mal, dass Schalke noch mal Meister wird. Solange wie ich lebe. Das ist die größte Traurigkeit, dass er gesagt hat, ich werde noch erleben, wie Schalke deutscher Meister wird. Ja, dass er das nicht mehr erlebt, das finde ich so traurig. Und da hatte er gesagt, ab heute glaubt er nicht mal an den Fußballgott. Weil wenn der Fußballgott gerecht gewesen wäre, wäre Schalke deutscher Meister geworden. Den müssen wir kriegen. Das ist meine Meinung. War das ein absoluter Beschiss 2001. Herr Schober? Warum lässt der Schiedsrichter 4,5 Minuten oder fast 5 Minuten nachspielen, wo es gar keine Nachspielzeit gab? Und wir wären warum pfeift er, wo es kein absichtliches Rückspiel ist? Und Willi Sagnol behindert Schober beim Rauslaufen. Ich bin selber Schiedsrichter. Wenn beide an den Ball gehen, ist da kein Rückpass mehr. Ja, das ist auch kein Rückpass. Wäre Rudi Assauer hier, der würde sich genauso wie wir sofort darüber aufregen. 2001 war eine irreguläre Scheiße. Das war's aus Gelsenkirchen für heute. Oder wolltest du noch was sagen? Aber der Rudi wird immer von oben miterleben, wie unser Verein, der FC Schalke, deutscher Meister wird. Das wird er noch erleben. Ja, aber bevor ich mit meinen Augen schieße, möchte ich einmal die Schale in die Gäste kicken sehen, oder? Aber ich denke, Rudi, sag noch mal, wir wollen die Schale hier sehen. Glück auf und Rudi Assauer, rest in peace. Wir lieben dich. Glück auf. Mittwoch heißt es wieder Glück auf. Der Steiger kommt. Markus Steiger ist am Mittwoch da. Ansonsten mache ich hier kein Teasing, sondern sage Glück auf. Rudi Assauer, Ruhe in Frieden. Ist nicht so.